Die ÖVP plakatiert derzeit daheim in Oberösterreich. Was ist für Sie Heimat? Heimat ist Oberösterreich. Das ist unser Land, wo wir leben, wie wir leben, mit unseren Traditionen, die uns stark machen, die uns aber eben die Kraft geben, weiterzugehen, auch innovativ zu sein. Wir sind der Wirtschaftsmotor der Republik, weil wir Tradition und Innovation in unserer Heimat gut verbinden. Sie touren diese Woche durch das Land. Was erwarten Sie sich davon? Wenn man für die Leute gestalten will und Verantwortung übernehmen will, dann muss man auch wissen, was den Menschen in unserem Land wichtig ist, was sie wollen, aber auch wo sie Sorgen haben. Und genau um dieses Gespräch, um dieses Miteinander geht es mir. Es ist Halbzeit in der Legislaturperiode. Was waren die Highlights? Das Highlight ist, dass wir in die zweite Halbzeit als so starkes Wirtschafts- und Arbeitsplatzland starten können, dass wir uns finanzielle Möglichkeiten geschaffen haben, keine Schulden machen und dadurch Chancen für das Land und für die Menschen haben und dass wir auf der internationalen Bühne mitspielen, denn nur wenn wir international wettbewerbsfähig sind, können wir auch so ein großer, starker Wirtschaftsmotor bleiben.